Hallo zusammen, da sind wir zurück bei Hogwarts Legacy. Jetzt kehren wir hier zu Professor Hagrid zurück. Wir haben beim letzten Mal hier das gewonnen, dieses Duell. Haben festgestellt, dass Professor Hagrid natürlich davon weiß, was hier so vor sich geht. Man findet hier gerade auf Schloss Hogwarts echt an allen Ecken und Kanten irgendwas, was man noch freischalten kann, mitnehmen kann. Vor allem die Handbuchseiten am Anfang sind hier sehr umfangreich verteilt. Und je mehr man hat, desto besser ist es, denn am Ende, wenn man seine Prüfung machen will hier, braucht man eine bestimmte Anzahl. Also wenn man dran vorbeiläuft, einfach mitnehmen. Und nicht ignorieren. Sonst rennt man am Ende, wenn man sie dann braucht, alles ab. So, da ist er. Ich hoffe, Mr. Brattleby konnte Sie unterbringen und dass Sie erfolgreich in Ihren Bemühungen waren. Ich habe Ihre Aufgaben alle erledigt, Professor Hagrid. Schön. Dann sollten Sie nun bereit sein, Incendio zu lernen. Sollte, Professor? Ja. Leider habe ich genug unvorsichtige Kollegen im St. Mungo Hospital besucht, um zu wissen, dass Feuer ein launischer Diener ist. Ihre Zauberkunst hat mich bisher beeindruckt. Aber konzentrieren Sie sich bitte. Es wäre mir lieb, die Lektion ohne brennende Roben zu beenden. Beginnen wir. Denken Sie daran, die Zauberstabbewegungen sind entscheidend. Konzentration und halten Sie den Zauberstab ruhig. So, nächster Zauber gelernt. Den habe ich unter anderem wirklich sehr gerne an Kämpfen. Jetzt müssen wir den natürlich noch auswählen. Wir können gerade nur diese vier verwenden und Reparo ist etwas, was man nicht so oft sofort braucht. Deshalb kann man das auch rausnehmen. Incendio! Huch! Sie werden besser. Bleiben Sie dran und versuchen Sie, sich nicht zu verbrennen. Incendio! Den Brand zu setzen ist recht kathartisch, nicht wahr? Accio! Na, jetzt habe ich die falsche Taste gedrückt. Incendio! Incendio ist natürlich ein Zauber, der sich erstmal noch wieder laden muss. So, gucken wir mal, was wir hier noch. Da ist ein geheimes Lager im Schloss. Sonst geht natürlich diese blöde Meldung da nicht weg. Ist jetzt natürlich ein bisschen unglücklich, dass diese Meldung nicht weggeht, aber na gut, soll sie uns mal weniger stören. Vielleicht geht es ja nach einer Weile dann doch weg. Schauen wir mal, was der Professor uns zu sagen hat. Ah, da sind Sie ja. Hallo, Sir. Es freut Sie sicher, dass ich mit Professor Hackett meine Verteidigungszauber geübt habe. Ja, sie sagte, dass Sie Ihren neuen Zauberstab sehr gut im Griff haben.
Sie müssen weiter mit ihr und den anderen Professoren an ihren Fähigkeiten arbeiten. Dennoch möchte ich unseren Besuch in der Bibliothek nicht weiter verschieben. Nun, fahren wir fort? Fick! Es gibt Arbeit. Los! Professor Black, ich habe Sprechstunde. Das muss warten auf unbestimmte Zeit, wie Ihre Schülerin. Ich hätte gedacht, dass Sie nach all dem Ärger wegen Osric gerne Wiedergutmachung leisten wollen. Mein Büro. 5 Minuten. Der Mann ist ein Ärgernis. Leider muss unser Ausflug in die verbotene Abteilung noch ein bisschen warten. Aber Professor... Wir haben keine Wahl. Es wäre unklug, unseren illustren Schulleiter weiter zu provozieren. Ich suche sie auf, wenn ich das hinter mir habe, was ich ertragen muss. Dann sprechen wir halt mit Sebastian. So. Sebastian hat doch die verbotene Abteilung erwähnt. Vielleicht hat er ja eine Idee. Denn wie ich mich, wenn ich mich richtig erinnere, wollte er ja da auch hin. Na, da ist er schon. Sebastian, da bist du. Ich hatte gehofft, dich zu sehen. Nach dem Trollangriff sah ich in den 3 Besen die Konfrontation mit Rookwood und Harlow. Victor Rookwood interessiert sich nicht für viele Schüler. Was hat es damit auf sich? Er arbeitet wohl mit Renrock zusammen. Und der will was, das ich bei Gringotts gefunden habe. Renrock? Wann warst du denn bei Gringotts? Professor Fig und ich landeten dort nach dem Drachenangriff. Ziemlich gute Geschichte. Fig und der Portschlüssel... Ein Portschlüssel? Nach Gringotts? Ich verstehe gar nichts. Ich komme auch kaum mit und ich war dabei. Jedenfalls haben wir in einem alten Verlies eine Karte gefunden. Sie führt zur verbotenen Abteilung. Das ist nicht dein Ernst. Oh doch. Professor Fig bestand darauf, dass ich niemandem davon erzähle. Ich habe wahrscheinlich schon zu viel gesagt. Verstehe. Dein Geheimnis ist bei mir sicher, was es auch ist. Danke, Sebastian. Du sagtest, man müsse schlau genug sein, um in der verbotenen Abteilung nicht erwischt zu werden. Das bin ich auch. Triff mich heute Abend vor der Bibliothek und sag's niemandem. Was, wenn man uns in der verbotenen Abteilung erwischt? Wir müssten nachsitzen. Lass dir vor allem eins gesagt sein. Meide Peeves, den Poltergeist, unter allen Umständen. Neben der mutwilligen Zerstörung von Schuleigentum ist ihm nichts lieber, als Schüler wie uns zu verpetzen. Muss ich mir Sorgen um die Bibliothekarin machen? Madame Scribner toleriert keine Heimlichkeiten inmitten ihrer wertvollen Bücher. Also solltest du zusehen, dass du ihr aus dem Weg gehst. Sie und ich haben unsere eigene Geschichte, aber ich kann mich gegen sie behaupten. Du vielleicht nicht. Danke, Sebastian. Bis später dann. So, mal gucken, ob jetzt diese Meldung verschwindet. Das wäre doch... Ach da, super. Das ist auch super, weil ich wusste nicht mehr ganz genau, was wo auf welcher Taste liegt. Da drüben. Das ist die Tür, zu der wir müssen. Und diese lästigen Vertrauensschüler würden uns nur zu gerne bei Scribner verpetzen. Sie dürfen uns also nicht sehen. Verstanden? Ich kann leise sein. Na los! Einen Moment. Es gibt da einen Zauberspruch, den du kennen solltest. Den Desillusionierungszauber. Gut, um an verbotene Orte zu kommen. Sprich ihn, und du wirst als kaum mehr als ein Lichtspiel erscheinen. Jedenfalls, solange du auf Abstand bleibst und still bist. Du meinst, ich kann mich wirklich unsichtbar machen? So in etwa. Ist nicht so narrensicher wie ein Tarnumhang, aber die sind teuer und Zaubersprüche, die sind gratis. Probier ihn doch mal. Und wir lernen was Neues, das ist schön. Am Anfang lernt man halt viele nützliche Sachen. Gott. Den packen wir uns mal
packen wir uns den hin. Den packen wir uns hier auf die 1. Später, wenn man dann diese anderen Zaubersets hat, kann man durch die durchscrollen und muss nicht gucken, welche 4 nehme ich denn. Ups, ich muss mich mal hier... Still wie ein Grab. Ich habe fast in mein Verderben gerannt. Oh oh. Das klang ehrlich. Mist. Gut, dann machen wir das nochmal. Man könnte jetzt auch sagen, ich breche den Auftrag ab. Da das aber eine Hauptaufgabe ist, wäre das unglücklich. Bei Nebenquests ist das nicht so schlimm, dann hat man die halt nicht bestanden, nicht geschafft, aber bei Hauptquests ist das eigentlich nicht so niemand sinnvoll. Ja, das ist schön. Jetzt bin ich vorsichtiger. Jetzt gehen die natürlich zu den Türen. Hol die auch wieder ab. Hab mich nicht gesehen. So, hier haben wir jetzt die Bibliothek. Die Bibliothekarin ist noch da. Schnell hinters Regal. Sollte die Bibliothekarin nicht längst weg sein? Ich sagte normalerweise, aber das macht nichts. Siehst du ihren Tisch hinter mir? Der Schlüssel ist in der Schublade des Schreibtischs. Also, folgender Plan. Ich locke sie mit einer Ablenkung weg. Du schnappst dir den Schlüssel. Ich treffe dich dann vor der verbotenen Abteilung. Wofür brauchen wir den Schlüssel? Gibt es dafür keinen Zauberspruch? Alohomora? So kam ich sonst rein. Aber die Bibliothekarin hat es mitbekommen. Sie hat das Schloss mit einem Anti-Alohomora-Zauber belegt. Also geht nur der Schlüssel. Aber keine Sorge. Ich sagte ja, ich bring dich rein. Und ich halte mein Wort. Vertrau mir. Davon abgesehen, dass wir den Zauberspruch ja noch gar nicht kennen. Den lernen wir nicht von ihm. Da gibt es eine etwas aufwendigere Aufgabe. Ist da jemand? Sind Sie das, Peeves? Nein. Meine Güte, was für ein Chaos! Hier ist er. Professor Black dürfte ich ein Zauberverbot in der Bibliothek vorschlagen. Jemand hat sich in die verbotene Abteilung geschlichen. Und Cressida Blume scheint die Bibliothek als ihre persönliche Arena zu betrachten, in der sie ihre neuesten Beschwörungsformeln übt. Es ist äußerst störend. Ich hab was gehört. Ach! Es wird nicht gestoppt, okay. Wenn man... Muss man nochmal machen. Wenn man hier Zettel aufhebt. Das ist jetzt nicht so wie in... zum Beispiel Resident Evil, wo wir das haben. Da kann man mitten im Kampf den Zettel aufheben und in Ruhe lesen. Hier nicht. Hier werden wir behakt. Hier bin ich vielleicht unsichtbar. Aber ich glaube, den Schlüssel habe ich schon, oder? Ne, habe ich noch nicht. Schade. Oh. Sebastian will sie ablenken. Ist da jemand? Sind Sie das, Peeves? Meine Güte, was für ein Chaos! So, sie räumt auf. Ah, wo geht sie lang?
Das war doch gar nicht so schwer. Jetzt muss ich nur das Buch finden. Ich sehe es aber auch gar nicht ein, mich hier sichtbar zu machen. Da habe ich... Ach nee, das ist eine kleine Kiste. Die können wir, glaube ich, mitnehmen. Geht doch nicht. Schade. Ja, die versteckst du im Autoritätsblader. Okay. Geist, sei vorsichtig. Wo ist denn Geist? Ach, da. Geist sind wir. Ist noch einer. Eine. Die Luft ist jetzt nicht mehr herumschleichen. Also, wonach suchst du eigentlich? Ich suche ein Heilmittel für meine Zwillingsschwester Anne. Revelio. Sie zurück nach Hogwarts kam. Weil alle anderen aufgegeben haben. Warum glaubst du, dass du in der verbotenen Abteilung ein Heilmittel findest? Hat die Schulheilerin nichts, das Anne helfen kann? Nein, wir haben alles probiert, von Schwester Blaney bis zum St. Mungo. Aber ich kann alleine suchen. Mach dir keine Gedanken. Konzentrieren wir uns auf das, was du suchst. Und das wäre was, genau? Das finde ich noch heraus. Gib dich nicht so geheimnisvoll. Diese Kisten hier sind etwas... tricky. Man muss die jetzt ein bisschen überlisten. Die lassen sich nicht öffnen, wenn die so gucken. Die müssen die Augen zu haben. Doch, Geld kam da raus. Okay. Geheimnisse der dunkelsten Künste. Beeindruckend. Übrigens, die sind eine Aufgabe, die wir noch machen müssen. Die müssen wir einsammeln. Allerdings geht es gerade nicht, weil wir die Aufgabe noch nicht angenommen haben. Das ist eine Aufgabe, die wir uns beim Hausmeister abholen. Es wird dann aber auch auf der Karte angezeigt, wo man so noch Demigeist-Statuen hat. Den haben wir hier. Sebastian Cello und seine neue kleine Klette erkunden Orte, an denen sie nicht sein sollen. Ungezogen und bald aufgeflogen. Peeves, wag das es. Das verrate ich. Ah, verfluchter Peeves. Ich muss ihn aufhalten oder mir wenigstens eine gute Ausrede überlegen. Warte, ich will nicht, dass du meinetwegen Ärger kriegst. Ich habe ein gutes Händchen mit den Lehrkräften, wenn es um Strafen geht. Außerdem, ich mag Freunde, die in meiner Schuld stehen. Jetzt geh. Viel Glück bei der Suche. Na gut, wo ist der verdammte Poltergeist hin? Ich weiß, mit welchem Zauber ich die Rüstung repariere. Ja, die haben wir noch nicht ausgerüstet gerade. So, ja. Reparo. Ich gehe jetzt auch gerne wieder so rum daran.
Natürlich. Spuren alter Magie. Dieser Raum verbirgt noch etwas. Dann mal durch da. Wo führt sie wohl hin? So, da sind wir hin. Okay, Akio. Nee, so geht es nicht. Okay. Ah ja, hier oben. Levioso. Incendio. Ich muss die Rune dort drüben erwecken. Akio. Revelio. Aber wie? Jetzt dafür schon einen Zauber? Nee, dich noch nicht. Oder wir klicken einfach drauf. Manchmal ist es einfacher als gedacht. Genau, ich würde sagen, da stehen doch irgendwelche auf. Da sind Wachen. Ah, da war ja noch jemand. Dabei muss man natürlich aufpassen, das, was ich hier gerade getan habe, ne? Einfach so mal auf ihn draufschmeißen. Muss man aufpassen, dass man selbst nicht so sehr in der Nähe steht. Damit man das Feuer nicht abbekommt. So, ich glaube. Der Hinweis kam ein bisschen spät. Da sind es zwei. Okay. Sollten zu schaffen sein. So, der fällt erstmal runter. Das ist eine Kiste und die würde ich gerne. Allerdings weiß ich nicht wie. Hier hat sich gerade der Weg wieder verabschiedet. Nein! Boah. Das muss der Weg sein. Aber wohin? Kühlen Kopf bewahren. Ja. Okay, das bleibt hier. Boah. Hier findet man auch immer wieder tolle Dinge. Also wenn wir, das haben wir dann jetzt öfter solche, naja, ich weiß nicht, wie wir es nennen wollen. Verliese. Da stehen jetzt nach und nach immer welche auf. Zum Glück nicht alle auf einmal. Thank you.
Wow. Fast vergessen mal zu gucken, wie es mit der Gesundheit hier aussieht. Doch, auf das Willen. Hier kann man, glaube ich, mitten im Kampf auch sagen, okay, ist mir zu haarig, ich mache es hier leichter. Aber jetzt erstmal nicht, dann gibt es das zu schaffen. Hier mit ein. Und weiter geht's. Es ist also doch ein Buch. Sie wollten mich sehen? Schulleiterin Fitzgerald? Professor Rackham? Miss Isidora Morganock. Willkommen. Professor Rookwood? Professor Bakar? Ich hörte, Sie gewöhnen sich langsam an das Leben in Hogwarts. Das stimmt. Das freut mich, wenn man bedenkt, wie ungewöhnlich es ist, in der 5. Klasse einzusteigen. Wie es der Zufall will, fing auch ich als 5. Klässler in Hogwarts an. Doch wir scheinen Einzelfälle zu sein. Miss Morganock, gestern nach dem Unterricht befragten Sie mich nach all den wunderschönen Wirbeln, die Sie vor all den Jahren sahen, als wir Ihr Dorf besuchten. Ich habe Sie alle sofort erkannt. Ich kann Ihnen gar nicht genug danken. Wir helfen doch gern. Und ja, ich habe Sie gesehen. Sie waren überall. Mein Vater meinte, ich hätte mir das nur eingebildet, aber Sie wirkten so echt auf mich. Das war keine Einbildung. Percival, Professor Rackham, kann sie auch sehen. Bisher ist das der einzige bekannte Fall. Ich bin verwirrt, was sind sie? Geflüsterte Worte oder vielmehr Spuren, die beim Wirken von alter Magie erscheinen. Alte Magie? Kaum jemand ist ihrer mächtig. Hogwarts selbst ist eine Hochburg alter Magie. Wenn ich also Spuren alter Magie sehe, kann ich sie etwa auch beherrschen? Mit der richtigen Anleitung. Aber wir wollen nichts überstürzen, Miss Morganock.
Bevor ich Sie in dieser Magie unterweise, müssen Sie alles andere beherrschen, was Hogwarts bietet. In falschen Händen kann solche Magie großes Leid verursachen. Sie darf nur von Auserwählten genutzt werden. Daher müssen wir Sie bitten, niemandem zu erzählen, was Sie heute erfahren haben. Sebastian? In der verbotenen Abteilung! Schon wieder! Ich dachte, wir hätten diesen Unfug hinter uns! Nachsitzen reicht bei Ihnen offensichtlich nicht. Ich fürchte, ich muss den Schulleiter informieren. Und abgesehen davon teilte mir Peeves mit, dass Sie heute Abend nicht allein waren. Wenn Sie jemand genötigt hat, dann sagen Sie es mir. Sie sind doch klug. Vergeuden Sie das nicht. Da war keiner. Ich kam allein. Oh, Sebastian. Was wird nur Ihr Onkel sagen? Nun müssen wir uns hier nur noch rausschleichen. Machen wir aber erst beim nächsten Mal. Für heute war es das. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald. Tschüssi.